Warum unterscheidet man also so viele verschiedene Sprachen? Warum sagt man nicht einfach, das sind alles Dialekte des Lateinischen? Linguistisch gesehen wäre das sogar korrekt. Alle diese Sprachen sind primär Dialekte des Lateinischen. Aber für uns ist Sprache immer auch mit kultureller Identität verbunden. Nicht zufällig haben diese ganzen genannten Sprachen alle die Namen von Ländern. Und da sich heute eben der Italiener, der in Italien lebt, als Italiener fühlt und sich mit Italien identifiziert, der Franzose identifiziert sich mit Frankreich und spricht eben Französisch, der Katalane identifiziert sich mit Katalonien und spricht Katalanisch, der Spanier spricht in Spanien Spanisch und so weiter und so fort. Deswegen nennen wir diese Sprachen heute eben mit verschiedenen Namen, nämlich mit ihren Länderbezeichnungen. Und da sich eben der Einwohner dieses Gebietes heute nicht mehr mit dem Imperium Romanum identifiziert, mit dem wir die lateinische Sprache verbinden, spricht er halt diese ganzen anderen Sprachen. Klar. Das heißt, linguistisch gesehen ist Latein eigentlich quicklebendig, aber da wir uns kulturell nicht mehr mit dem identifizieren, nämlich mit dem Imperium Romanum, für das Latein steht, ist es kulturell tot? Nein, das wäre natürlich Quatsch, das zu sagen. Denn wir wissen ja, dass unsere gesamte abendländische Kultur auf der griechisch-römischen Antike basiert. Das heißt, es wäre ja völliger Quatsch zu sagen, gut, Latein ist zwar linguistisch lebendig, aber kulturell tot. Und damit wäre bewiesen, Latein ist eigentlich gar keine tote Sprache.